Ja, vielen Dank, Michael Saar, und ein herzliches Willkommen. Guten Morgen hier aus dem Parlament in Straßburg. Sie hatten das gerade gesagt, das Thema Paradise Papers beschäftigt auch hier heute die Abgeordneten. Und vor allen Dingen ist es heute ein großer Debattenpunkt. Denn ganz legal ist das zwar alles, aber vielleicht nicht immer ganz legitim, wie Unternehmen, Privatpersonen ihr Geld im Ausland parken und Steuervermeidungsstrategien anwenden, um am Ende weniger Steuern zu zahlen. Und darüber debattiert heute das Europäische Parlament. Und ich habe die Gelegenheit, vorher mit zwei Abgeordneten hier im Europäischen Parlament zu sprechen. Das sind zum einen Werner Langen. Er ist Mitglied der EVP-Fraktion und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen Unionsrecht im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Langer Titel, kurz PANA. Es geht auch um die Panama Papers, die im vergangenen Jahr aufgedeckt worden sind. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Und bei mir ist auch Sven Giegold. Er ist Mitglied der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und ebenfalls Mitglied des Untersuchungsausschusses, dort auch Stellvertreter. Ja, die Enthüllungen zeigen, die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, dass 120 Politiker finden sich auf diesen Listen, 50 Länder, Privatpersonen mit sehr viel Geld, Menschen aus dem Umfeld von Donald Trump, aber auch die Queen, wie man Steuervermeidungstricks anwendet. Und das ist doch eigentlich ein Skandal, würde ich meinen, Herr Langen. Ist das so? Die neuen Veröffentlichungen zeigen, dass die Steuervermeidung einer der wesentlichen Punkte ist, um Steuern zu sparen. Das erlauben die jeweiligen Staaten durch Sonderregelungen. Und deshalb muss man vor allen Dingen dort ansetzen, wo der Gesetzgeber gefordert ist. Diese Lücken hat die Europäische Union bisher nicht geschlossen. Das liegt am Einstimmigkeitsprinzip. Und bevor wir die Finger in Drittländer zeigen, mit den Fingern in Drittländer zeigen, müssen wir in der Europäischen Union selbst mal aufräumen. Da ist vieles in Steuerfragen im Argen. Und es sind die Mitgliedstaaten, die die Harmonisierung, die Mindestharmonisierung oder gemeinsame Steuerregeln in der Vergangenheit immer wieder blockiert haben. Wir kommen auch gleich auf die europäischen Staaten zu sprechen. Aber vorher noch einmal eine Frage an Sie, Herr Giegold. Warum ist das nicht eigentlich schon aufgeklärt worden? Wir hatten die Paradise Papers, die Panama Papers im vergangenen Jahr, ähnlicher Hintergrund. Wie kommt es, dass man eigentlich da auch noch nichts abgestellt hat? Also zunächst mal, sehr viel von dem, was wir da sehen, ist eben nicht legal. Sondern wir haben es hier mit Steuerbetrug zu tun. Viele der Firmen und der Beteiligungen in den Steueroasen sind von den Betroffenen nicht beim deutschen, beim französischen Fiskus gemeldet worden. Insofern sollte man nicht davon sprechen, dass das alles legal ist. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, wieso ist Geldwäsche, Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung in großem Stile nach wie vor Alltag in der EU. Und das liegt eben daran, dass das keine Priorität ist. Also auch in Deutschland, in Frankreich sind zwar viele Dinge gemacht worden. Stimmt nicht, dass nichts gemacht wurde. Es ist sehr viel gemacht worden, gerade in den letzten Jahren. Aber hat es das Problem gelöst? Und da sind wir noch nicht. Und der Grund ist, dass offensichtlich wichtige Fragen, sich nämlich mit Leuten anzulegen, die sehr viel Geld haben, mit Unternehmen, die besonders leistungsfähig sind, dass das politisch schmerzhaft ist und dass das nicht allen der Handelnden gefällt. Und deshalb sind auch die neuesten Maßnahmen, die wir beschlossen haben hier im Europäischen Parlament, derzeit reihenweise im Rat der Mitgliedsländer blockiert. Und diese Blockade gegen die Steuergerechtigkeit, die muss endlich aufhören. Sie sagen ja auch immer wieder, ja. Hinzu kommt, dass einige, insbesondere kleinere Mitgliedstaaten, diese Lücken als Geschäftsmodell entwickelt haben. Sie ziehen Investitionen an. Sie geben Vorteile großen internationalen Unternehmen, wie etwa die Niederlande, das ist kein kleiner Staat. Malta wird auch immer wieder genannt. Malta, Luxemburg, Irland, sie geben Sonderkonditionen an große internationale Unternehmen und die nutzen diese Lücken. Das heißt, auf der europäischen Ebene sind es die gleichen Staaten, die die Harmonisierung oder die Mindeststandards verhindern, die diese Lücken als Geschäftsmodell entwickelt haben. Und das ist das Problem. Und hier fehlt der Durchgriff, hier fehlt der ernsthafte Willen, das abzustellen und endlich in Zeiten der Globalisierung und der Internetwirtschaft auch eine internationale gerechte Steueraufteilung hinzubekommen. Was machen die großen Staaten? Sie besteuern die Arbeit und den Konsum, weil sie an die Gewinne der Großunternehmen nicht rankommen. Das ist kein Zustand. Sie sagen das ja gerade, Herr Langen, und sagen auch, dass das Europäische Parlament da auch immer wieder nach vorne geht und auf diese Probleme hinweist. Jetzt hat Herr Giegold gesagt, das wird auch immer wieder vermieden. Herr Macron hat zum Beispiel jetzt eingebracht den Vorschlag, man bräuchte eine gemeinsame Unternehmensbesteuerung. Die Frage ist, warum kommen die Staaten da nicht hinterher? Die
Der kleine Bürger, den man immer gerne zitiert, der kann das nicht betreiben. Die großen Konzerne, die wandern und das Geld nehmen sie dahin mit, wo sie halt eben Steuern vermeiden wollen. Unternehmensbesteuerung ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Das ist noch nicht mal notwendig. Mindeststandards, zum Beispiel eine Mindestbesteuerung der Gewinne dort, wo sie entstehen und nicht irgendwo in der Briefkastenfirma gelagert werden. Wenn ich an den Fall Apple denke, Apple in Irland sammelt die Gewinne und die Umsätze aus ganz Europa und darüber hinaus, Russland zum Beispiel, und versteuert sie nach irischen Sonderkonditionen und lagert sie in Briefkastenfirmen aus, weil sie erst dann der amerikanischen Besteuerung unterliegen, wenn sie repatriiert werden, also wenn sie in den USA wieder investiert werden. Naja, und das ist ein Vorgang, der ist nicht hinnehmbar. Trotzdem will Irland etwa 10 Milliarden Euro an Steuernachzahlungen nicht. Zumindest hat man Sorge um Arbeitsplätze. Ich würde Sie fragen, Herr Giegold, jetzt zum Beispiel auf Deutschland bezogen. Es gibt Rechnungen, dass dem deutschen Steuerzahler jedes Jahr durch diese Praktiken der Briefkastenfirmen 16 Milliarden Euro Steuergelder entgehen. Das fehlt nachher im sozialen Wohnungsbau. Damit kann man einen Soli-Ausstieg finanzieren oder andere Finanzierung vornehmen. Warum tut Deutschland dort nicht mehr? Und wenn es das nicht tut, wo sehen Sie da vor allen Dingen die Knackpunkte? Also die 17 Milliarden, das ist nur der Schaden durch die aggressive Steuervermeidung der Großunternehmen. Wir haben dann noch die Schäden durch Geldwäsche und Steuerbetrug. Und wir haben auch noch die Bereiche Steueroasen, die nicht die klassische Steuervermeidung sind. Das heißt, die Schäden sind viel größer. Mit diesem Geld könnten alle mit weniger Steuern mehr öffentliche Investitionen finanzieren. Deshalb ist das eine Gerechtigkeitsfrage. Und die Frage ist, wer blockiert hier eigentlich? Was die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, wissen wollen, ist, wer blockiert. Und da sieht es so aus, im Europaparlament gibt es, manchmal haben wir ein bisschen Mühe mit zwischen unseren beiden Fraktionen, aber insgesamt ist das Europaparlament für eine gemeinsame Steuerpolitik in Europa, zumindest mit Schritten dahin. Immer wenn es irgendwo wehtut, blockiert irgendein Mitgliedsland. Deutschland will keine Steuertransparenz für die Großunternehmen. Das könnten wir im Mehrheitsverfahren beschließen. Warum ist das so, Warum ist das so? Weil, wenn im Bundesfinanzministerium die Familienunternehmer oder eine Stiftung von großen Familienunternehmen oder etwa der Bundesbund der deutschen Industrie sagen, wir wollen diese Steuertransparenz nicht, dann war Herr Schäuble diese Position näher als die Interessen nach Steuertransparenz. Genau das Gleiche haben wir etwa beim Kampf gegen Geldwäsche. Heute wollten wir eigentlich die Reform der Geldwäscherichtlinie als Konsequenz unseres Ausschusses verhandeln und abschließen. Es ist, alle wichtigen Maßnahmen sind blockiert. Da blockieren ganz verschiedene Staaten. Und die Frage ist, wie lange die Bürgerinnen und Bürger dem noch zusehen. Und ich fürchte, dass die Unterstützung für Europa leidet, wenn wir dieses Problem nicht lösen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Europaparlament Druck auf die Mitgliedstaaten ausübt. Ich will den Faden aufnehmen, ich komme gleich zu Ihnen. Das ist ja das, was Herr Giegold sagt, dass diese Steuertransparenz, die man ja eigentlich schaffen kann, immer wieder verhindert wird. Jetzt finden sich auf dieser Liste Unternehmen wie die Allianz, Sixt, Bayer, die sich zu Unrecht an den Pranger stellen, weil sie sagen, im Grunde genommen halten sie sich an geltendes Recht. Ist das Recht jetzt gut oder schlecht? Da ist eine Bewertung vielleicht gar nicht möglich, aber letztendlich schaffen wir diesen Rechtsrahmen. Zuerst einmal zur Transparenz. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn man weiß, wer der Eigentümer einer Briefkastenfirma ist, der wirkliche Eigentümer, wenn man weiß, wie die Umsätze und die Gewinne auf einzelne Länder verteilt wurden, Country-by-Country-Reporting heißt der Fachbegriff bei uns, wenn man eine gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage hat, wenn man die Verrechnungspreise international angleicht, wenn man die Lizenzen nicht steuerfrei stellt wie in den Niederlanden, dann kann man darüber diskutieren, ob es einen vernünftigen Mindeststeuersatz gibt. Diese Debatte ist bisher immer verhindert worden. Bis heute wird die verhindert. Deutschland hat einiges gemacht, das wissen wir. Auf internationaler Ebene gibt es Vereinbarungen, die sind auch durchgeführt worden. Aber im Endeffekt ist der Durchbruch nicht gelungen, vor allen Dingen wegen der Einstimmigkeit. Und der Kollege Giegold hat Beispiele genannt aus den Berechnungen, was an Steuern verloren geht. Wenn Sie jetzt mal den Mehrwertsteuerbetrug und die Mehrwertsteuernichtzahlung addieren, dann ist der Schaden für Deutschland noch viel größer. Auf europäischer Ebene hat der Rechnungshof 150 Milliarden Euro pro Jahr errechnet an Ausfall.
Und allein davon würde Deutschland mit 25 Milliarden beteiligt sein, also wenn man das einbeziehen würde. Mit dieser Summe könnte man den Vorschlag von Herrn Tajani fast ausfüllen, nämlich nach Steuererhöhungen für den EU-Haushalt. Aber jetzt an beide Sie noch mal einmal die Frage. Es gibt immer wieder Unternehmen, die dann sagen, dass man grundsätzlich, wenn man das ändern wollte in Europa, wenn man diese Transparenz, die Sie beide angesprochen haben, schafft, wenn man gemeinsame Steuern schafft und vor allen Dingen auch Reports schafft, die das aufklären, dann gibt es diejenigen, die sagen, dann wandert das Kapital halt in Briefkastenfirmen außerhalb der Europäischen Union. Dann finden wir uns halt wieder in Dubai oder in Sri Lanka oder wo auch immer. Haben wir wirklich eine Möglichkeit politisch und hat das Parlament, die Institution eine Möglichkeit, hier ranzugehen, Herr Giegold? Also diese Drohung ist völlig unseriös. Schlichtweg deshalb, im Moment ist es eben möglich, aus vielen EU-Ländern wie den Niederlanden, Luxemburg, Geld außer der EU herauszutransferieren, ohne dass es jemals besteuert wurde. Sobald wir sagen, bevor Geld die EU verlassen kann, muss eine Mindestbesteuerung erfolgen. Damit ist die Möglichkeit der Gewinnverlagerung ohne Besteuerung genommen. Also Europa ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wir können uns leisten, Gewinne zu versteuern. Und wir dürfen uns nicht kirre machen von solchen lobbygetriebenen Behauptungen. Also, ich höre hier raus, es ist viel Gesprächsbedarf da. Ich danke Ihnen beiden auf jeden Fall für dieses Interview.